Schönen guten Abend, liebe Leute. Ich gucke gerade, ob alles läuft und ob alles geht. Schön, wenn ihr wieder mal dabei seid. Ups, jetzt fange ich ja auch schon an zu schlagen. Wir spielen weiter. Dark Souls 3 auf der PS4. Und ich bin gerade ein bisschen am Hadern, wie ich hier online spiele, weil immer wenn ich jemanden rufen will, sagt er mir, das ist fehlgeschlagen. Und für alle, die mittlerweile ist es auf YouTube, müsste das der 6. oder 7. Teil sein unserer Reihe. Und bevor ich starte mit der Zeit, eine kurze Zusammenfassung. Oder nee, ich starte gleich die Zeit. Für alle, die erst jetzt dazugeschaltet haben, ab 0 Uhr Aufzeichnungszeit. Es ist viel passiert. Wir haben den ersten großen Endgegner gelegt, beziehungsweise den zweiten insgesamt. Und ich bin jetzt mal auf der Suche, ob wir uns diesen weißen... Ah ja, hier ist schon unser weißer Speckstein. Den habe ich nämlich gesucht. Ich habe ein bisschen anderes Mikro. Ich hoffe, es ist vom Ton in Ordnung. Ihr hört ein bisschen was vom Spiel. Ihr hört vor allem mich, was ganz wichtig ist oder wäre. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen einkaufen. Zack. Hier, Heilungshilfe. Attribut, bla bla bla. Wie viele Aufladungen hatten das? Wunder, Heilungshilfe. Was haben wir denn da sonst noch? Talisman. Was haben wir sonst? Kettenrüstung. Mhm. Was bist du? Ich weiß nicht, was ist denn? Wie viele verwendete Slots? 1. 8. Wie viele haben wir? Wir haben... Ach, das könnte ich sogar benutzen. Nehmen wir dieses doch. Aber das kann ich nicht benutzen, weil da brauche ich 10. Aber das ist nicht schlecht, sowas dabei zu haben. Zack. Okay, hier können wir auch mal gucken, was wir sonst noch haben. Da gibt es einen Schlüssel. Schlüssel zum baufälligen Turm hinter dem Schrein. Ah, okay. Benötigt aber 20.000 Seelen. Und da ist auch, der ist auch noch gut beschützt. Das heißt, da kommen wir erstmal noch nicht so schnell hin. Das merke ich mir aber. Und halten wir es im Hinterkopf. Gut, es geht. Kann ich dann auch Sachen verkaufen? Gegenstände verkaufen. Denn wir haben ein bisschen was, was wir gar nicht brauchen. Wie zum Beispiel Abfall. Gut. So viel kriege ich dafür gar nicht. Was haben wir noch? Die Titanit-Geschichten, die verkaufen wir natürlich nicht. Aber hier können wir ein bisschen was verkaufen. Gerades Bruchschwert. Das brauchen wir natürlich nicht. Haben wir hier irgendwie was doppelt? Da haben wir was doppelt. Brauchen wir natürlich auch nicht zweimal. Das macht natürlich alles gar keinen Sinn, wenn wir Rüstung zweimal haben. Hier, das haben wir auch zweimal. Von einem... einmalig etwas doppelt zu haben, habe ich kein Problem mit, aber von ein paar Sachen mehrere Exemplare. Wir legen auch mal was in die Kiste ab, nämlich Lagerkiste organisieren. Die müsste doch hoffentlich jetzt schon unendlich sein. So, zur Kiste wechseln. Was ist, wenn ich hier... Okay. Ah, wir können wir nicht unendlich viele Bomben mitnehmen? Können wir nur 20 und dann wird es in die Kiste gelegt? Sehe ich das richtig? Hier. Die... Warte mal, dann ist es ja... Nee. Diese großen Seelen will ich nämlich eigentlich nicht dabei haben. Nicht, dass ich die irgendwie mal versehentlich nehme. Das fände ich nicht so geil. Okay. Dann haben wir uns aber abgelegt, haben uns hier mal so einen Stein geholt und wir gehen mal in die Siedlung und werden in dieser Folge unseres wunderschönen Streams bzw. live durchgenudelt mal gucken, ob wir uns mal beschwören lassen. Das ist nämlich eine ganz schnieke Sache. Dann kann ich mir nämlich das Gebiet mal angucken. Dazu müssen wir uns das aber erstmal ausrüsten. Das können wir mal entfernen und legen uns dafür mal den weißen Symbolspeckstein. Ach, wir haben da auch noch einen anderen. Was bist du denn für einer?
Schwarzer Lebewohlkristall. Ah ja. Okay. Und zeichnen uns doch hier mal so ein. Kritzeln da mal was hin. Okay, jetzt ist alles resettet. Dann warten wir hier mal und gucken mal, ob uns. Ja, du wirst auch schon beschworen. Jetzt ist wahrscheinlich schon ordentlich was los. Und das nutzen wir natürlich, um uns mal ein bisschen in der Welt umzugucken. So mache ich das persönlich immer, weil das ist halt super. Du kannst dir die Welt angucken, weißt, wo stehen die Gegner, ohne ein Risiko einzugehen. Groß. So, da sind wir auch schon. Ganz wichtig immer, wir verbeugen uns erstmal. Der macht das auch. Und dann schauen wir mal. Ein weiteres Phantom wird beschworen. Und wie gesagt, wenn irgendwas mit dem Ton sein sollte, ich weiß, in der ersten Folge hatten wir mit dem Ingame-Ton Probleme, insofern, dass es keinen gab. Und ich hoffe, dass wenn ihr am Start seid, sagt ihr einfach mal kurz Bescheid. Das freut mich immer. Ich hoffe, ihr spoilert nicht. Und hier ist für alle Leute, die gerade eben noch dabei waren, merkt ihr, der ist nicht mehr am Start. Jetzt gucken wir mal. Es ist leider dadurch. Wo kam der her? Ich weiß, hier ist irgendwo einer. Aha. Ich weiß noch nicht ganz, wo der herkam. Was wollte ich sagen? Ach, ich mag das auch, dass ich so weiß bin. Der metzelt sich da ordentlich durch. Gut. Haben wir nicht noch jemanden beschworen dafür? Ach, die machen hier auch so einen auf Fall gelöt. Finde ich gar nicht mal so geil. Kann ich also ein bisschen freier reden und werde auch ein bisschen mehr kommentieren wie in den ersten Folgen. So wie es ich mir denke, dass es halt sinnig ist. Träger der Glut. Geht es eigentlich nochmal darum, den zu beschützen, damit ich möglichst viel von der Umgebung mitbekomme. What the? War gar nicht so ein schlechtes Gespann hier. Ich hoffe ja auch, dass ich dann bald mal mit Colin auf Streifzug gehen kann und mit Julia. Ist der abgestürzt? Wahrscheinlich, ne? Okay. Ich folge dem. Als gutes weißes Phantom folge ich einfach. Und beschütze den Träger der Glut. Es sei denn, es geht um Bossgegner, den will ich natürlich dann auch mitleben. Alter! Crazy Schissel! Alter, wo ist der hin? Der ist wahrscheinlich hier schon ein. Bam! Aus der Luft geholt! Und der Magier ist nicht so. Ist nicht so schlecht. Muss man so nur sagen. Oh. Alter! Bam! So, kann er gar nichts. Alter! Kann ich eigentlich Flakons nehmen? Ja, aber ich habe nur zwei. Wieso habe ich nur zwei? Habe ich weniger Flakons, wenn ich hier jemandem helfe? So, ist hier vorbei. Okay. Renn mit durch. Ich will dich ja nicht runterstoßen. Damit wäre keinem geholfen.
Der weiß auch relativ genau, wo er hin will. Machen heute so ein bisschen Farming-Runde. Auch wenn es... Aber nur so, just for fun. Vielleicht... Oh, da kommt irgendwas auf mich zu. Alter! Mal hier rein. Kommt auch schon so wieder so ein Hanswurst. Okay, ich werde nicht mitgeheilt. Der frischt auch sein Mana auf. Ist wohl nicht so spannend für viele. Es ist ja auch unter der Woche. Da haben wir noch einen. Wow! Ha! Jetzt aber hier. Okay, ich dachte, vielleicht kommen wir da. Wow! Doch gar nicht mal schlecht. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Ach, das war der Magier von da oben, oder? Egal, wir gehen dennoch mal da hoch. Da wäre ein Item. Prinzipiell. Ich habe auch immer noch die Standardausrüstung. Ein bisschen... Ah ne, ich habe nicht ganz die Standardausrüstung. Ich habe ja schon ein anderes Schwert. Ich habe jetzt das Breitschwert. Alter. Alter. Wo ist jetzt mein Kollege? Nicht, dass der mich sucht. Aha. Nur kein Stress. Nur kein Stress. Schön wäre es auch. Oh. Tempelritter. Doch auch mal an. Jetzt ist die Frage, wo kommt der her? Da! Okay. Lila sind Invasionsgeister. Wow! Oh, der macht's ja. Genau, der darf den jetzt eigentlich nicht trinken lassen. Shit! Einfach auf den einen wie so ein Narrischer und dann haben wir ihn besiegt. Finstergeist zerstört. Okay, jetzt kommt aber hier Wilde Hilde 2.0. Das fand er nicht so geil. Okay, auch den haben wir niedergestreckt. Das läuft ganz gut. Und ich habe mittlerweile auch wieder zwei Flakons. Jetzt sehe ich doch den einen. Den ich da wieder zum Urlaub. Mittlerweile ist es auch wieder ein ganz nettes Gebiet. Und wir haben ein Feuer gefunden und entzündet. Das heißt, er hat schon mal hier einen schönen Checkpoint. Jetzt ist mal aber, was ist denn hier los, Leute? Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch. Will keiner was in den Chat schreiben, wie es ihm so geht, was er so macht, ob er selber spielt oder ob er es lieber zuguckt hier. Naja, ich kann auch einfach nicht dann drauf eingehen, wenn ihr mal was schreibt. So machen wir das auch so.
Und als kleine Information für euch Leutchen, die hier zugucken, ich werde es jetzt die ganze Woche über spielen, die ganze restliche Woche, werde ich das ziemlich hart durchholzen, werde es auch immer aufnehmen, ihr könnt es immer auf YouTube sehen, also kein Thema. Alter, was ist hier gerade passiert? Jetzt habe ich hier was empfangen, was nicht ist. Shit. Es könnte sein, dass das unser Ende ist. Es könnte aber auch sein, dass ich hier vielleicht nicht hin sollte. Geil. Gute Geschichte. Alter, von wo wird hier geschossen? Wow, das ist auch noch random. What? Okay. Da erwartet mich ja was. Oh Gott, oh Gott. Das wird crazy shit. Rufsymbol berühren. Nee, können wir? Phantom wird beschworen. Kann nicht beschworen werden. Wieso kann ich nicht beschworen werden? Okay. Dann machen wir doch nochmal unser Zeichen auf dem Boden. Schreibt mein Symbol nicht auf den Boden. Irgendwas stimmt doch da gerade nicht. Oder sehe ich es einfach nur nicht? Und wieso kann ich von ich darf das nicht. So, jetzt. An dieser Planke warte ich jetzt kurz. So, so schnell geht das. Wir haben mittlerweile... Machst du dir ein Strength-Build? Ja, höchstwahrscheinlich gehe ich auf Stärke und ein bisschen auf Glaube, damit ich Heilung wirken kann. Das ist so ein bisschen mein Plan. Tascha. Machen wir einen Verbeuginger. Zack. Der winkt. Wir können auch winken. Okay, er geht da lang. Ich bin gespannt. Hä? Was denn gemacht? Phantom Po. Ich gehe mal zurück. Ich kann mich ja auch mal. Ich will mich mal kurz entkleiden. Einfach nur um zu gucken, wie ich aussehe.
sehr leuchtend. Wir kleiden uns wieder an. Ich kann auch ohne Helm eigentlich rumlatschen. Oder ist es vielleicht so? Ich drücke auf die rechte Seite, liebe Leute. Kann man auch sagen, Helm anziehen, aber dass der aus ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Egal. Dann soll es jetzt mal hier weitergehen. Wir machen heute auch nicht mehr so lange. Je nachdem, wie viel Zulauf hier jetzt noch ist, in den nächsten 10 Minuten. Weil so wie es aussieht, werde ich heute einen Schlussstrich ziehen, relativ schnell. Ich habe das jetzt auch schon 3 Stunden gespielt. Wo ist da dieser Kollege, oder hat er den schon gesagt? Alter, hier geht's ja auch noch weiter. Und hier geht's rum. Ah, ne, dann läuft das sowieso. Ich verstehe. Ja, wir gehen den normalen Weg hier runter. Dann haben sie die wohl schon besiegt. Oder einfach außen vor gelassen. Oh shit! Seelen. Das ist ja nix. Aber hier war schon einer von uns. Das gibt mir doch mal die Zeit, hier mich ein bisschen umzugucken. Das hier sieht mir doch sehr nach Abkürzung aus. Mehr oder weniger. Alter. Wie Hammer das auch aussieht, ne? Richtig, richtig schön. Es ist schon fast ein bisschen enttäuschend, dass wir in der Stadt so kurz waren, in Anführungszeichen. Dass wir da relativ schnell durchgekommen sind. Ich bin auch mal gespannt, wie das aussieht, wenn man sich hier echt auskennt, wenn man weiß, wo man hin muss. Kann das öffnen? So ein Viech. Ich trau diesen Dinger nicht. Ich finde die komisch. Ich mag die nicht. Wenn man sich auskennt, wenn man weiß, wie alles hier zusammenhängt. Wie und was. Okay, hier waren wir noch nicht. Wow. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Ganz und gar nicht. Die Flakons sind natürlich tatsächlich auf Zeit. Kommen die da? Ich muss jetzt aber mal Kollegen hier finden. Ich dachte, die sind da schon weiter. Dem war wohl nicht so, aber der eine ist mir doch hier hinterher gelatscht. Wo ist denn der? Ah, hier, warte mal. Ah. Okay, da geht's ja auch noch weiter. Krass. Alter Verwalter. Sehr schöne Sache. Okay, hier waren wir tatsächlich. Also, ich kann mal gerade ausgehen. Mach dich jetzt kaputt. Junge Mann. Shit. Okay, dann. Immer weiter geht's weiter. Oh. Shit! Zack! Keine Überlebenden.
sammeln hier gerade gut Seelen. Ich finde es übrigens eine schöne Sache, das so zu machen. Einfach online gehen, da ist man safe. Hat nicht so einen Stress. Hilft Leuten. Zack! Jetzt muss ich da echt aufpassen. Weil sehr viel mehr halte ich dann auch nicht aus. Weitergehen. Die Frage ist doch, soll ich hier weitergehen? Käfigmensch. Ich habe gerade auch so ein leichtes Déjà-vu. Das hört sich an, als hätte er ein Radio dabei. Vielleicht den Backstep. Scheiße. Ärgerlich, liebe Leute, ärgerlich. Ja, zur Sichtweite kann man ja sagen, das ist halt alles viel Skybox, ne? Also so wahnsinnig viel Sichtweite braucht das Spiel ja fast gar nicht. Also da ist jetzt ein Witcher, steht dem eigentlich in nichts nach. Okay. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt die letzte Zeit, die letzten paar Minuten, die wir jetzt noch haben, gehen wir mal an den Anfang. Leveln ein bisschen in Glaube und machen dann auch einen Strich unter die heutige Rechnung. Für alle, die erst jetzt dazugekommen sind, tut es mir natürlich leid, aber die sind herzlich eingeladen. Morgen werde ich so ziemlich den ganzen Tag streamen. Ihr könnt dabei sein, schaltet einfach mal nebenher rein, wenn ihr Zeit und Lust habt. Natürlich. Ach, da sitzt du. Welcome home, speak thine heart. Und very well. Dann sieht man weiter. Then touch the dark, take nourish. Kondition gegen den Glaube. Ach, wir können auch noch. Ne, wir können nur einmal. Ja, dann gehen wir doch zweimal in Glaube. Bam, bam. Dann sollten wir. Sollten wir auf jeden Fall mit dem Controller irgendwann wechseln. So, gehen jetzt hier mal hin. Anstatt die Brandbombe nehmen wir. Ah ne, den Talisman muss ich ja hier ausrüsten. Anstatt das Schild. Zack. Bam. Zauber einstellen. Das hier. Und da können wir jetzt uns hier einmal heilen. Jeweils damit. So. Sehr gut. So. Wie gesagt, ab morgen geht's dann weiter. Ich denke so ab 11, 12 frühmorgens werde ich anfangen zu streamen. Je nachdem, wann ich aufstehe, was ich noch nebenher kurz zu tun habe. Wie gesagt, auf Twitter könnt ihr mir, wenn ihr mir folgt, da haue ich das nochmal rein. Eine halbe Stunde, Stunde vorher, wann es losgeht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Endlich Dark Souls 3. Nach 2 Jahren, glaube ich. Seitdem zwar der zweite Teil raus ist. Ja, auch die Statue, die mir Julian geschenkt hat. Jetzt werde ich mir auf jeden Fall erstmal Garry's Mod kaufen. Das ist nämlich gerade reduziert. Und dann schauen wir mal weiter morgen.
Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht heute. Das war es jetzt erstmal von mir und von Dark Souls 3. Wie gesagt, ihr könnt alles ab morgen auch auf YouTube wieder nachholen. Da werde ich alle 2 Tage, alle 3 Tage, je nachdem, die Videos hochladen. Wenn ihr was verpasst habt, macht euch keine Sorgen. Ihr könnt alles nachholen auf YouTube. Ich freue mich auf euch. In diesem Sinne, prepare to die und so. Und gute Nacht und bis auf dann.